sind das für Halluzinationen, ey? Hä? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Drücke Steuerkreuz nach unten, um in kritischen Situationen ein Medipack zu benutzen. Was habe ich getan? Bitte sag mir, dass der letzte Speicherpunkt nicht irgendwo weit weg ist. Ja, diese Halluzination kenne ich. Ach, in den Halluzinationen soll ich nach vorne rennen. Was für ein kranker Scheiß, Mann. Wo soll ich das denn wissen? Öffne dich! Warte! Antion, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Da hast du recht. Ich zähle auf dich, Junge. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, was mit diesen Rückblenden gemeint ist. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür! Ich höre, du rufst mich. Ja, meine Herrin. Ich höre dich. Ja, ja, ja. Immer, immer. Oh ja. Jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Sing weiter. Sing nur für mich. Das muss von den atomaren Strahlungen kommen. Alter, was war das denn? Was war das für eine Hand? Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Tja. Artyom, hast du diese Lieder gehört? Nein. Das wünsche ich keinem Feind. Was hast du denn gehört, Urban? Was waren das für Lieder? Okay, behalt's für dich. Auf jeden Fall von hinten. Das höre ich genau. Mmh, lecker. Sieht nach einer kleinen Jump-and-Run-Aufgabe aus. Hab ich. Ich kann auch an der Wand links gehen, sehr schön. Nur die Frage ist, wo ist Bourbon? Wo bist du, Bourbon? Komm schon, sag's doch. Ich sehe dich nicht. Irgendwie soll ich hier hoch, aber die Frage ist wie? Wie soll ich denn da hochkommen? Wahrscheinlich ist Bourbon einfach weitergegangen. Sicherlich. Da ist er doch. Lass mich nicht allein. Lecker Pilze. Toll. Ich würde ja gern mal... Meinst du, ich sollte... Ups. Munition? Munition? Filter wechseln. Okay. What the fuck? Was war das für ein verdammter... Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Onkel Bourbon, es wäre erstmal super, wenn du mir sagst, wo du bist. Nein, ich hasse das. Warum? Okay, pass mal auf. Wenn du was willst, dann kommst du am besten zu mir und hörst auf, hier so dumm rumzukreischen. Alter.
scheiß Bourbon. Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Echt mal, mach hin, Alter! Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Oh, fuck. Wer hat ihn mit euch geschleift? Verdammte Nuss alles! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese tote Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Na, das sieht aber im Moment gar nicht so aus, Mann. Komm her, komm nur her. Shit, Mann, shit. Ah, Scheiße, ich hasse das. Wie? Wie denn? Erstmal Medipack. Ich hab keine anderen Waffen mehr. Doch, die habe ich noch gehabt. Glück gehabt. Jetzt wird's eng. Hey, ihr! Fangt euch! Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Wohin? Öffnen mich meine Augen? Mörben, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Ach, da drüben. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und ich auch, hallo. Lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Nur so zur Info, ich bin auch noch da und ich kann auch helfen. Danke für eure Aufmerksamkeit. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Okay, das sieht ganz so aus, als wenn das für Bourbon nicht der ideale Aufenthaltsort ist, aber wir schauen mal. Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind Sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen! Was? Und, alter Saufbold! Was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Tja, ich scheine hier wohl nicht so beliebt zu sein, ne? Nicht bewegen! Kollege? Stillgestanden! Ich rede mit dir! Eintrag. Die lese ich mir nicht durch. Bringt mir sowieso nichts. Was glotzt du denn so behindert, Mann? Okay. Die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Danke. Lass uns gehen. Oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Nein, diese Spinne habe ich jetzt schon satt. Einen anderen Tonfall gefälligst. Ach, halt die Schnauze. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage... Aber hast du es gesehen? Nein, es hätte ein feindlicher Späher sein können. Jetzt kennt er unsere Verteidigung. Sie werden uns stürmen und an die ganze Station abschlachten. Genau wie an der Poleschajewskaja.
Das nächste Ding, was durch den Tunnel kommt. Und wenn es eine verdammte Maus ist, ohne Passwort, erschießt du es! Was ist bei der Polischejewska hier geschehen? Ach, du Heilige. Sehr seltsam. Ich würde gerne mal an das Geschütz hier ran. Sieht ganz nett aus soweit, oder? Macht bestimmt ordentlich Krach, wenn man das Ding abfeuert. Oder? Eine Patrouille wurde hinterhergeschickt. Naja. Ich gucke erstmal, ob ich schlafende Leute beklauen kann. Vielleicht hat einer von denen ja was Tolles mit dabei. Sieht ja echt verdammt gemütlich aus hier. Das ist so das letzte persönliche Hab und Gut, was man denn wahrscheinlich hat. Ein kleines Fach. Na? Was darf es sein? Ach, du warst es. Wie, was darf es sein? Hallo? Was gibt's denn? Nichts, du hast mich angesprochen, Mann. Oder auch nicht. Was darf es sein? Nun, zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem bestimmten jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar oder ich finde dich schon. Okay. Also los mit dir. Du hast ungefähr 5 Minuten. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau. U-Bahn-Station Markt. Diese Tanja ist echt heiß. Tja, vielleicht antwortet dir jemand. Was interessiert dich das denn? Ich treffe mich heute. Ich kann ja nicht rein. Was ist denn das für Müll? Sie hat mir versprochen, mit mir Pilze sammeln zu gehen. Du Bastard! Sag das nochmal, du Arschloch. Na, Kollege? Beweg dich, Junge! Okay, okay. Verschwinde! Ja, ist gut. Und du? Alter, hier auf der Station haben alle einen Dachschaden. Alle, durch und durch, alle. Ich habe hier noch keinen getroffen, der hier... Du hast dir nichts verloren. Dieser Ausgang ist gesperrt. Oh, Alter, sag ich doch. Was ist mit dir? Bist du wenigstens normal? Hallo? Mama gibt mir keine. Erzählen Sie es mir doch so. Ach, du Heilige. Mein Cousin hat gesagt, wenn Kinder zu weit weggehen, werden sie von den Mutanten gefangen. Und da hast du völlig recht. Und fressen die Gehirne der Kinder. Und dann werden die Kinder auch Mutanten. Wenn du also deinen Freund triffst, kommt er näher und dann... Wow, wird dein Gehirn gefressen. Wow, cool. Wow, cool, mein Gehirn wird gefressen. Nice, geil. Sehr scharf. Okay, Teleshopping in der russischen Metro. Wie Sie wollen. Ich habe jetzt sogar schon wieder vergessen, was unser Ziel war. Da muss ich mal schnell mein Ortungsgerät rausholen. Da ist also dieser lange Tunnel von der Sukarevskaya. Aha. Nein, du bist nicht mein Ziel. So. Sekundär und Erste Hilfe. Erste Hilfe. Keine 20 Patronen. Für Filter. Und was ist mit Waffen? Sekundär. Handgranate. Und Probleme beseitigt. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn mit denen? Glaube ich dir, aber ich brauche nichts. Oder sollte ich irgendwas Bestimmtes kaufen? Ich will hier einfach nur so schnell wie möglich weg. Ich habe das Gefühl, der komplette Laden ist einfach nur bescheuert. Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Ja, Böhm. Einfach raus. Einfach raus. Böhm? Als wenn du es nicht wüsstest.
Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch...